Was geht, Shisha-Suchtis? Heute mal ein Review. Ihr wisst Bescheid, Tabak-Review-Woche und so. Und wo hab ich den Tabak? Heute stellen wir den, also beziehungsweise, ja, es kommt ein Special Guest und so. Seht ihr nach dem Intro. Wir stellen heute Funky T vor. Die erste Charge. Bis gleich. Das ist wirklich so episch ankündigen. Der Gast, den man nie erwartet hätte. So Leute, heute machen wir ein grundauf osmanisch-türkisches Review und heute habe ich den Gast der Gäste, der übelst krasseste, der mir monatelang auf die Eier gegangen ist, dass er ein Video machen will. Ogün Dilber! Oh, Salam Aleikum. Aleikum Salam. Das ist die erste Charge, Leute. Haben die zumindest auf der Shisha-Messe gesagt und das soll schwarzer Tee sein. Leute, ich weiß, online steht grüner Minztee und, aber wir gucken uns das jetzt nochmal gleich genau an, aber die haben so 100% gesagt schwarzer Tee. Okay, fangen wir mal mit dem Preis an. Wir haben hier eine 200 Gramm Dose, 14,90 €. So, ja, das ist ja halt Metalldose und so. Ich würde es nicht darin lagern, aber ich habe es halt gemacht, weil ich halt ein fauler Sack bin. Und ja, lieber Ogin. nimm die in die Nase. Ja, es riecht nach Schwarztee. Es riecht eigentlich genauso, wie der Schwarztee auch schmeckt. Ja. Cut. Hey, mach du mal schön. Ich hab mal das Gleiche gesagt. Es riecht nach Schwarztee. Wie Heiko schon meinte, dass es Schwarztee sein soll. Ich rieche da eigentlich nicht Grüntee raus. Hey, warte mal, Junge. Ich wollte Spitze. Heiko, das sind die Bitten erzählen. Warte mal. Junge, ja, schön. Echt voll rot, ne? Vielleicht war das mit dem Geruch ein bisschen zu viel für ihn, was? warte mal. Shisha, da wird ja beim Geschmack explodieren. Junge, ich sag einfach, warte doch mal. Ich wollte mich vorbereiten, irgendwie. Hä? Ich bin voll rot geworden, ja, ich schwitze schon. Auf jeden Fall. Halt, Mann. Warte mal, was soll ich sagen? Ne? Echt geheim. Sag doch einfach, wie es riecht. Es riecht genauso, wie Alkohol vorhin gesagt hat, nach schwarzem Tee. Und ja, mehr rieche ich jetzt nicht raus. Darf ich es probieren? Ich habe mir extra einen Türken hier ins Video reingeholt, damit wir wirklich sagen können, ist das schwarzer Tee oder nicht. Der Trottel kann nicht mal den Geruch nicht finden. So, wenn die Dose zu war und man die dann so gerade aufgemacht hat, dann kommt direkt ein so diese schwarze Teenote rein. Aber wenn man da die ganze Zeit rumriecht, könnte man meinen, dass so eine Spearmint-Note, also so ein Kaugummi-Minz-Note noch mit drin, die aber dann halt so mit so einer leichten Teenote, so eine Schwarzteenote halt. Aber das kommt mir halt einfach so vor wie so Kaugummi mit Minze und dann halt eben noch so Schwarztee mit reingemixt. Ich bin halt gespannt, wie es im Kopf schmecken wird, weil ich habe schon öfters in so einem Standard-Setup geraucht, nur heute machen wir es mal mit dem Alu, weil als Sangma zu Besuch war, hat das mit Alu geraucht und es war da irgendwie besser. Also probieren wir es dann nochmal. Und ja, Produktionsdatum habe ich nicht. Also ihr müsst euch einfach vorstellen, Samstag da bei der Shisha-Messe, wann war das? 28.04. Die haben gemeint, die haben da eine Woche vorproduziert oder so. Ich weiß es nicht. Also irgendwie sowas. Und ja, okay. Was kannst du zu dem Schnitt sagen? Auf jeden Fall ist der Schnitt, ich würde sagen, mittel bis fein. Wenn ich mich jetzt irre. Wie man sehen kann, sind auch kleine Blattadern drin. Der Tabak ist rot eingefärbt. Und ja, Feuchtigkeit, da gibt es keine überschüssige Molasse. Das ist eigentlich perfekt eingezogen. Erinnert mich ein bisschen an der Dahlia. Ich verstehe gar nicht, warum der Tabak eigentlich noch rot ist. Wahrscheinlich, wenn eine neue Produktion rauskommt, wird er dann wahrscheinlich braun sein. Gehe ich mal von aus. Und ja, wir sehen uns dann, wenn wir die Shisha angeraucht haben. Ogin Dilber, du hast die Ehre. Bis gleich. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Was? Ja, scheiße, man sieht den nicht mal.
Kick. So, kommen wir mal zum Setup. Wie gesagt, das sieht man hier sogar. Wir brauchen mit 3 Bredator-Kohlen Alu-Setup, also ganz normale Alufolie, Standard-Tonkopf und mit der Lazize Arabesk. Und ja, okay, zeig uns mal die Rauchentwicklung. Wie ihr sehen könnt, ist die Rauchentwicklung über den Durchschnitt. Sie ist sehr dicht. Und kommen wir mal zum Geschmack. Ich spüre die Schwarzteenote, spürt ihr im Mund, auf eurer Zunge. Alles wiederholen. Nein, muss nicht. Die Schwarzteenote setzt sich auf der Zunge ab. Und die Zimtnote. Die Schwarzteenote setzt sich auf der Zunge ab. Und der leichte Minzgeschmack kommt erst im Nachhinein. Und der Geschmack ist nicht so intensiv wie von der Dose, als wir es gerochen haben. Meine Kinder sind da draußen immer noch unterwegs. Alter. Geht nach Hause, Alter! Die rippen gerade irgendjemand ab. Ich finde nicht, dass er sich ganz auf der Zunge absetzt, sondern dass sie das mehr so im Rachenbereich spürt. Diese Teenote, diese Schwarzteenote. Im Vergleich zum Geruch ist er halt eben nicht so intensiv. Aber diese Spearmint-Note, diese, ich sag jetzt mal Kaugummi-Minznote, spürt ihr dann eher mehr beim Ausatmen. Und ja, nach einer gewissen Zeit, also am Anfang war das jetzt nicht so, aber jetzt hat er halt so diesen rauen, herben Teegeschmack, der halt eben voll im Rachen ist. Und ja, grüner Tee schmeckt anders. Es ist mehr so wirklich schwarzer Tee. Vielleicht haben sie es in der neuen Produktion geändert, ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls habe ich noch nie schwarzen Tee geraucht und ich glaube, Oggi bestimmt auch nicht. Oder? Nee, noch nicht. Und ja, ich würde mal sagen, den könnt ihr probieren, aber es ist ja sowieso gerade eine neue Produktion draußen. Wenn ihr noch die alte Produktion irgendwie habt oder so, dann könnt ihr den auf jeden Fall mal probieren. Das ist jetzt halt so ein Tabak, den man suchten kann. Das ist mehr so ein Tabak so nebenbei, wenn man gerade mal so Bock hat, sagen wir mal, komm, ich mach mal schwarze Tee oder so, dann ist okay. Und was meinst du dazu? Ich hab mich auf die Kamera fixiert. Was hast du gesagt? Dass man den probieren kann, dass es so ein Tabak ist, den man so findet. Was meinst du dazu? Ja, ich würde sagen, dass man den Tabak mal probieren kann. Aber jetzt. Ja, ich würde sagen, dass man den Tabak probieren kann. Was ist los mit dem? Ich weiß nicht, weil ich euch so aufgeregt bin. Ja, okay, Leute. Dankeschön auch. Dankeschön an Ogin, dass er bei dem Video mit dabei war. Du hast mich ja monatelang genervt. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder, Leute. Bis dann.